Endlich! Es wird Zeit, die Schlacht um Bikini Bottom zu beginnen. Oh, ich kann es kaum erwarten, meine Armee aus loyalen Robotern zu aktivieren. Roboter, ich bin es, euer Boss, euer Herrscher, euer Meister. Heute werden wir, werde ich Bikini Bottom erobern und ihr alle werdet meine Befehle ausführen. Roboter? Was ist schiefgelaufen? Mein Plan war narrensicher. Ich war auf der Uni. Hau ab, Idiot. Seegurke. Was? Der gehorche Planktonhebel an meinem Robotergenerator stand auf aus? Nein! Roboter-Tetra, die sind die Besten, nicht wahr, Patrick? Oh, ich wünschte, Roboter wären lebendig. Wäre das nicht toll? Lass uns alle Roboter zusammensuchen und uns bei der ersten fallenden Muschel, die wir sehen, etwas wünschen. Okay. Oh! Ich wünschte, Roboter wären lebendig. Schöne Lichter. Oh nein! Vorsicht, Patrick! Oh Mann, Plankton, was hast du da schon wieder angerichtet? Natürlich könnte SpongeBob auch denken, er ist dafür verantwortlich, beziehungsweise Patrick, weil sie ja diesen Wunsch hatten. Aber eigentlich ist es Plankton schuld. Und somit erstmal willkommen zu SpongeBob Schwankopf Schlacht um Bikini Bottom. Ein brandneues Let's Play, das wir nun spielen werden. Wir gucken vorher nochmal auf Optionen. Ja. Viel kann man hier nicht aussuchen, man kann auch nicht die Lautstärke einstellen, man kann einfach nur an- und auswählen, Soundeffekte und so weiter und so fort. Lassen wir alles so. Dann gibt es noch die Funktion Spieler, denn man kann insgesamt 6 Spieler spielen. Von SpongeBob bis nach Gary ist alles möglich. Wir werden erstmal SpongeBob spielen. Ich glaube, es macht sogar gar keinen Unterschied, welchen man hier spielt. Könnt auch Patrick wählen, ist glaube ich einfach nur Spielstand 1, Spielstand 2 und so weiter und so fort. Ja, zum Spiel. Ich meine, das Spiel ist 2003 erschienen. Ich spiele es auf dem PC. Ich habe jetzt hier nur ja, so eine Neuauflage von 2007 mit so einer grünen Verpackung. Ja, gibt es ja, ne? So Neuauflagen. Hier steht 2007. Ich glaube, im Internet stand, dass das Spiel 2003 erschienen ist. Da bin ich mir recht unsicher. Habe ich auch nicht so wirklich intensiv so nachgeschaut. Also habe ich nicht so wirklich beobachtet, überprüft, besser gesagt. Aber wir gehen auf Spielen. Und nun erscheinen mehrere Welten. Einmal Bikini Bottom in Stadt Heldenhöhle. Friedhof, der Abfalleimer und Seetang. Was ist das für ein Wort? Ist das ein G oder was? Wir gehen einfach drauf hier. Lianen. Hätte auch ein Unzeichen sein können. Naja, hier sind jetzt mehrere Level erschienen. Lianen. Insgesamt 6 Stück. Und wir können bisher nur Lianen auswählen. Und das werden wir nun auch tun. Los geht's! Wir erhielten gerade die Meldung, dass ein Transportflugzeug über dem Seetangwald Probleme zu haben scheint. Halten Sie nach herabfallenden Gegenständen Ausschau. Au! Au. Seetangwald. Vorsicht, Sturzgefahr. Sturzgefahr? Was soll das bedeuten? Oh! Oh. Ah! Doink, ding, doink, ding, ding, doink, doink. Ha,
heilige Fischpastete! Meine Kleidung ist ganz zerrissen! Algengrütze, ich muss etwas anderes zum Anziehen finden. Was tust du da? Komm her, du kleines... Nein, oder? Ups. Oh Mann. Entschuldige, mein kleiner Freund. Ist das dein Ernst? Oh Mann. Klicke die Maustaste, um von Liane zu springen. Achte bei den Sprüngen auf die Roboter. Sammle alle Sachen von SpongeBob ein, um zum nächsten Spiel zu gelangen. Er hat einfach mal das Tier enthautet. Das ist doch mal... Oh, es geht schon los, direkt. Und wir müssen jetzt, so wie Tarzan, von Liane zu Liane. Jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt, glaube ich. So. Weil ich glaube, das Ding da unten ist ganz schön gefährlich. Jetzt springen wir. Wir haben oben insgesamt 5 Leben. Und wir müssen, wie gesagt, Sachen einsammeln. Da ist, glaube ich, schon die erste Sache. Ich mag noch gar nicht springen, weil dieser Roboter dort unten ist, diese Schlange. Ja, müssen wir irgendwie sonderlich springen? Nee. Gefunden? Krasse Krabbenmütze. Gut. Dann haben wir die schon mal. Ja, jetzt aber. Komm rüber. Jetzt. Und jetzt haben wir was ausgelöst. Eine Zeitlupe. Und dort unten neues Material. Was können wir jetzt überhaupt einsammeln? Oder sind wir einfach... Nein, waren wir zu dumm? Nein, wir haben's... Ja, doch. Gefunden. Handschuhe. Ich glaube, sonst geht es nicht weiter. Wenn wir... nicht alles einsammeln. Oh, das Netz. Dann müssen wir ein bisschen tiefer springen. Wird mir das gelingen? Ja, doch. Eingesammelt ein Netz. Gut, gut, gut. Das läuft doch mit. Rüber. Ich hoffe, er erwischt mich nicht. Ein extra Leben. Jetzt haben wir insgesamt 6 Stück. Eine schöne Sache. Einmal rüber. Und das ist, glaube ich, Sonnencreme, oder? Okay, die haben wir. Und ich glaube, diese Buttons hier, diese Würfel, müssen wir gar nicht einsammeln. Denn es gehört ja nicht zur Kleidung von SpongeBob. Wohlgemerkt. Wir haben 4 von 5 Sachen. Ich hoffe, ich täusche mich nicht. Aber da ist ja noch ein Würfel auf der linken Seite. Und unverwundbar. Oh, jetzt fehlt noch die Musik von Mario Kart. Das wäre jetzt cool. Dieser Stern von Mario Kart. Oh ja, da kommt auch die Musik von Mario Kart. Also ähnlich. So. Konzentration. Gute Arbeit. Gefunden. Ein Holzschwert. Ach, jetzt müssen wir einfach auf das Land hier, oder? Gut. Okay, haben wir geschafft. Wir haben das nächste Spiel freigeschaltet. Coole Sache. Gary, bist du das? Oh. Hey, es hört sich nach Gary an. Ich muss ihn retten. Bewege SpongeBobs Floß auf die andere Seite des Flusses. Ziehe die anderen Flöße, um sie aus dem Weg zu räumen. Beende alle 3 Levels erfolgreich, um zum nächsten Spiel zu gelangen. Ich hatte eher die Befürchtung, dass SpongeBob jetzt das Wesen, das er vorhin enthautet hat, entdeckt hat und es dann irgendwie angreift. Aber es mag wohl Gary sein. Daher müssen wir jetzt dieses Puzzle lösen. Und jetzt müssen wir es einfach schieben. Oh, das ist ja ganz einfach. Rüber. Super! Gewonnen! Neue Kleidung! Coole Sache. Hat sich ja dann gar nicht gelohnt mit dem Enthauten des Lebewesens SpongeBob.
So, das ist ein bisschen kniffliger. Nee, doch nicht. Geht so durch. Perfekt. Sehr gut. Verdient eine Brille. Eine Brille, die könnte ich gebrauchen, tatsächlich. Ich konnte ja gerade eben Seetangwald nicht mal lesen. Vernünftig. Was war da denn los? Oh, das ist ein bisschen... Okay, warte. Das nach oben? Nein, das ist verkehrt. Das zur Seite. Nee, 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 nee. Warte, jetzt bin ich auf dem komplett falschen Weg, glaube ich. Doch, das ist ein bisschen kniffliger. Warte, wir machen erstmal SpongeBob dahin. Den nach unten. Den zur Seite. Den nach oben. Und den nochmal zur Seite. Nach oben. Den nach unten. Ja, jetzt haben wir es. Gut so. Super. Gewonnen, ein Regenschirm. Somit werden wir nicht mehr nass in diesem Spiel. Bis auf, also wenn wir jetzt reinfallen, dann schon. Das ist Gary. Gary, habe ich dich endlich gefunden. Mach dir keine Sorgen, mein kleiner schleimiger Freund. Schwammkopf ist hier, um dich zu retten. Immer diese Schleimer. Beantworte die Fragen, um Gary aus dem Käfig zu befreien. Während der Countdown läuft, werden immer mehr falsche Antworten entfernt. Erziele mindestens 500 Punkte, um zum nächsten Spiel zu gelangen. Alles klar, okay. Erste Frage. Nach welchem Tier hört sich Gary an? Vogel, nein. Katze. Ach, jetzt werden ja die anderen Sachen entfernt. Können uns, glaube ich, ein bisschen Zeit lassen. Die Frage war aber sehr einfach. Nächste Frage. In einem Schneckenhäuschen. In der Garage im Keller. Ja, im Schneckenhäuschen. Es war richtig. Die nächsten Punkte. Nächste Frage, nächstes Glück. Wer ist Garys Herrchen? Ich fühle mich gerade so wie bei Quizduell, aber die Fragen sind so einfach. SpongeBob oder Larry von Lobster? Larry wäre falsch gewesen. Nächste Frage. Welche Farbe hat Garys Napf? Sein Napf? Hat er keinen? Doch. Lila? Lila. Ist richtig. Er freut sich auch hier. Ein Karateanzug. Ein Anzug. Wie ist Garys Nachname? Er hat Nachnamen? Dann ist es wohl eher kein Nachname, oder? Warte, hieß er nicht Schneckerich? Irgendwie sowas? Weiter so, SpongeBob. Das haben wir gelöst. Nächste Frage. Wieder nächstes Glück. SpongeBob bei, seine Schnürsenkel zu binden. Was, Officer Binschuh und Professor Knoten, was? Gary. Ist ja offensichtlich. Wieder die nächste. Wie viele Fragen kommen denn noch? Er frisst nie, er hört nie auf zu fressen. Einmal die Woche, zweimal am Tag, würde ich sagen, ne? Er frisst nicht, er isst. Nein, er frisst, weil er ja ein Tier ist. Welches Geräusch macht Gary? Wuff wuff. Miau. Oder mäh. Aber er ist ja kein Mähdrescher. Oder ein Rasenmäher. Ja, wir müssen die 500 erreichen, ne? Wie hat SpongeBob Gary bekommen? Was? T-Bay? Okay. Ich denke mal, der... Die Türschwelle ist richtig. Oh ja. Welche eine Frage noch. Farbe hat Gary? Rosa und blau. Nein, orange und grün. Doch, rosa und blau, ne? Heilige Krabbenburger. Super! Ja. Gewonnen eine Augenklappe. Sehr gut. Somit haben wir das nächste Spiel freigeschaltet. Und Gary ist befreit.
aus seinem Käfig. Hier, Gary. Komm her, Junge. Komm schon. Komm zu Papa. Du kannst es schaffen. Put, 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 put. Okay. Mau. Gary. Hallo. Gary, ich bin hier drüben. Hey, Gary. Warte auf mich. Fliege mit Gary durch den Wald und weiche dabei den Robotern aus. Klicke und halte die Maustaste gedrückt, um zu steigen. Oder lasse sie los, um zu sinken. Sammle alle Sachen von SpongeBob ein, um zum nächsten Spiel zu gelangen. Alles klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Steigen die nach... Himmels Willen. Leider keine Originalstimmen hier. Gefunden, ein Schutzhelm. Dann gehen wir eher nach oben. So, das heißt ja wieder unverwundbar oder sowas. Bonuspunkte. Wir müssen einfach immer nach unten, weil die steigen ja nach oben oder nach unten. Also immer zum Robotor. Gefunden, ein Pfannenwender. Fliegen, ich wollte ihn gerade nicht unterbrechen. Den nehmen wir nochmal mit. Zeit. Nein, das ist gar nicht gut. Das ist nicht gut. Ah, das war nicht gut. Eher ein Hindernis. Obwohl, ich hätte eigentlich unten schwimmen können, ne? Aber ich war gerade so im System drin. Nein. Doch. Bisschen schneller, ja? So, wieder zu ihm hin. Er steigt. Ah, das ist auch ein Spiel mit dem Feuer. Diese Würfel hier, die verwirren mich nur. Stopp. Das ist gut. Er wurde gestoppt. An dieser Stelle auch recht wichtig. So, oben sieht man ja Sachen. Wir haben 3 von 5 und jetzt haben wir 4 von 5. Oh yeah. Jetzt können wir baden. In Baden baden. Oh, wir müssen nach oben. Das ist ein Hütchen von SpongeBob. Nehmen wir. Gefunden, ein Piratenhut. Oh Gott, was jetzt passiert? Ich habe nicht aufgepasst. Tut mir leid. Ich habe mich so auf den entsprechenden Fisch konzentriert, dass ich das nicht beachtet habe. Es tut mir leid. Somit haben wir nur noch 4 von. Ne, wir haben insgesamt 4 Leben. Allerdings haben wir alle Sachen. Und da ist nochmal eine Maschine. Ich bin doch keine Maschine. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und somit... Oh, was? Nein! Oh, war das doof. Das war richtig dumm. Aber so kennt man mich. Was? Wo bin ich hingegengeflogen? Das gibt's ja nicht. So, jetzt aber. Okay, okay, okay. Alles gut. Das nächste Spiel ist freigeschaltet. Währenddessen... Gary! Gary! Er sucht. Oh, wo könnte er nur sein? Schon wieder. Ich habe wieder meine Kleidung zerrissen. Gut. Ob das so witzig ist? Hey, was ist das? Wie praktisch. Ein Paravent. Hier draußen, mitten im Nirgendwo. Ja, wir sind hier irgendwo Kleide zwischen... SpongeBob mit den verschiedenen Outfits ein. Ziehe jeden Gegenstand zum Paravent. Kleide SpongeBob in 5 korrekte Outfits ein, um zum nächsten Spiel zu gelangen. Okay, okay, okay. Was ich sagen wollte, ist irgendwo zwischen Itzehoe und Idaho. Ein Part von den Beginnern. Ja, die Folge ist schon extrem lang. Und man kann ja nicht auf Pause drücken, wa? Ich könnte zwar auf... Das könnte ich machen. Könnten wir dann... Warte, wenn ich jetzt auf Hauptmenü gehe, ist dann alles weg? Ich hoffe nicht, bitte nicht. Ich tue es einfach mal, sonst muss ich das nochmal neu aufnehmen. Spieler? Ja, auf 80%. Dann gehen wir mal wieder auf Spielen. Und hier drauf? Genau, Leider dann können wir... machen Leute. Können wir hier direkt weitermachen in der nächsten Folge, damit diese Folge nicht allzu lang wird, denn wir wollen das Spiel ja noch recht lange spielen. Und dann würde ich sagen, wir sehen es hier an dieser machen Leute.
an dieser Stelle wieder. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Erstmal ciao.